Handeln sicher. Abgesehen davon, dass damit Ihr Antrag auf etwas rechtlich Unmögliches abzielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fraktionen der SPD, der CDU, die Linke und die FDP in einem absolut übereinstimmen. Wir wollen an diesem Vertrag festhalten. Und meine Herren, es wird Sie nicht überraschen, dass ich das auch damit begründen muss, dass das mit unserer Geschichte etwas zu tun hat. Bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten hatten nämlich in den Mecklenburger Freistaaten, so hieß das damals, und in Pommern, hatten jüdische Mitbürger ein sehr hohes Ansehen. Erst der Vernichtungsfeldzug der Nazis, der begann mit Berufsverboten und endete mit dem Holocaust, hat das jüdische Leben in unserem Land vollständig ausgelöscht. Und für die 1948 aus Flüchtlingen und den wenigen Überlebenden des Holocaust dann erneuerten Gemeinden hat die damalige Regierung den Körperschaftsstatus erneuert. Die damalige Regierung hat ihn 1948 erneuert. Und damit hat sie jüdischen Mitbürgern das wiedergegeben, was die Nazis ihnen weggenommen haben. Ein Akt der Wiedergutmachung. Seitdem gibt es den Körperschaftsstatus. Und diese Landgemeinde hatte 1959 insgesamt 59 und 1974 nur noch 10 Mitglieder. Und das lag daran, einmal an Überalterung, aber auch daran, dass vor dem Mauerfall wegen des sehr gespannten Verhältnisses des damaligen Staates zu Israel Juden woanders hin abgewandert sind, solange sie das noch ohne Hindernisse konnten. Damit sind die jüdischen Gemeinden quasi ausgestorben. Und das hatte dann zur Folge, ich muss jetzt ein bisschen geschichtlich werden, weil Sie argumentieren völlig ungeschichtlich. So als würde alles heute neu erfunden. Mit der Überführung des jüdischen Gemeindehauses in das städtische Museum konnte man den Eindruck haben, oder hatte man mit Sicherheit den Eindruck, ich will das gar nicht beschönigen, dass damit das Kapitel jüdisches Leben in Mecklenburg beendet war. Und erst mit der politischen Wende 1989-90 gab es dann die Möglichkeit, dass jüdischstämmige Bewohner der Gussstaaten als sogenannte Kontingenzflüchtlinge nach Deutschland auswandern. Und was Sie hier gesagt haben, Herr Andrejewski, dass man also mit einer Flasche Wodka die Zugehörigkeit erkaufen konnte, das ist eine derartige Unverschämtheit, eine derartige Frechheit, mit der Sie über Menschen urteilen, über Dinge, die Sie gar nicht wissen können. Aber das zeigt, dass das Nachdenken nicht gerade Ihre Stärke ist. Die bisherigen Landesregierungen unsere... Gehen Sie raus, duschen, das macht locker. Die bisherigen Landesregierungen unseres Bundeslandes haben das als eine historische Chance angesehen, und darüber bin ich sehr froh, dass jüdische Menschen, die oftmals verfolgt und in Not waren, in dem Land, aus dem sie zu uns gekommen sind, einzuladen, ihnen Gelegenheit zu geben, unter einem freiheitlichen System des Grundgesetzes zumeist erstmals ihre Religion frei und ungehindert auszuüben. Wer so denkt wie Sie, wird diesen Vorteil nicht verstehen. Aber es gibt Menschen, für die das ganz wichtig ist. Für mich ist dies angesichts der sehr düsteren Vergangenheit ein entscheidender Lichtblick, gerade im Wiedererstarken von Mitmenschlichkeit, Demokratie und Toleranz. Alles Worte, die für Sie Fremdworte sind, ich weiß. Und dank einer durchaus überlegten Ansiedlungspolitik entstand in Rostock eine jüdische Gemeinde mit etwa 700 und in Schwerin und Wismar zusammen mit einer Mitgliederstärke von 1150 Mitgliedern. Auf die Zahlen wird es noch ankommen, in dem, was ich sagen möchte. Und daraus bildet sich heute der Landesverband der jüdischen Gemeinden. Am Anfang gab es riesige Herausforderungen. Am Anfang waren die Gemeindemitglieder völlig mittellos. Sie sind zugewandert aus einer Situation, wo sie dringend Hilfe brauchten, und wir Deutsche sind stolz, dass wir sie ihnen geben konnten. Sie beherrschten die deutsche Sprache nicht und mussten in einem für sie fremden Kulturkreis erst ihre eigenen... Ja, wünschen Sie sich, wir wünschen das nicht,
Wir haben humanitäre Vorstellungen. Vor diesem Hintergrund, deswegen habe ich das noch mal ausgeführt, wurde der Staatskirchenvertrag, gegen den Sie sich jetzt wenden, der wurde damals geschlossen und er enthält in seinem Artikel 10 eine Kernaussage, die ich einfach zitieren will, weil sie so eindeutig ist. Eingedenk des geschichtlich besonderen Verhältnisses zu seinen jüdischen Bürgern und zur Erhaltung des gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturerbes beteiligt sich das Land an den Ausgaben des Landesverbandes für dessen religiösen Bedürfnisse und dessen Verwaltung mit einem jährlichen Gesamtzuschuss. Das steht so im Vertrag. Es gelang dann, Räume zu finden. In Rostock war es die Max-Samuel-Stiftung, die der Gemeinde ein Dach über dem Kopf gab. In Schwerin wurden die alten Gebäude am Schlachtermarkt, ehemals jüdisches Eigentum, wieder zurückgegeben. Und seit 2002 hat der Landesverband mit Dr. William Wolf einen Landesrabbiner, dessen menschlich großartige Aufopferung für seine Gemeinden, aber auch sein unbeirrbares Eintreten für Verständnis und Versöhnung dem Menschen in unserem Land sehr gut tut. Er vertritt als Zeitzeuge einer schrecklichen Zeit bei allen Gesprächen an Universitäten und Schulen mit seinem Vertrauen auf das Gute im Menschen eine glaubwürdige und für uns alle mitreißende Position, und darauf sind wir sehr stolz. Meine Damen und Herren, es war deshalb für alle Beteiligten damals ein ergreifendes Ereignis, als dieser Landesrabbiner in Anwesenheit unseres Ministerpräsidenten und des Bildungsministers an dem Ort, an dem die Nazis die alte Synagoge haben abreißen lassen, die neu errichtete Synagoge einweihen konnte. Lassen Sie mich das ganz persönlich sagen, in meiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit in dieser Stadt war das der größte Augenblick, den ich erleben durfte, und ich bin sehr stolz, dass ich ein Stück dazu beitragen durfte. Und meine Damen und Herren, das jüdische Leben hat sich in unserem Lande zu einer kulturellen Bereicherung entwickelt, und nur wer blind ist für kulturelle Entwicklungen, der sieht das nicht. In Rostock hat sich aus der jüdischen Gemeinde heraus ein eigenständiger Theaterverein entwickelt, der als Theater Machehe weit über die Grenzen unseres Landes und auch selbst der Bundesrepublik Deutschland durch nationale und internationale Auftritte auch für uns, für unser Land wirbt. Und in Schwerin ist es der Synodalchor Mazel Tov, für Sie übersetze ich das, das heißt, ich wünsche dir Glück, das nehmen Sie aber bitte nicht von mir wörtlich, der durch seine überregionalen Auftritte bekannt geworden ist. Was Sie, die Fraktion der NPD, will, mit der von Ihnen angestrebten Auflösung eines Staatskirchenvertrages, ist ganz einfach. Sie wollen dem Landesverband der jüdischen Gemeinden eine finanzielle Basis entziehen. Und meine Damen und Herren, das hatte ich von Ihnen auch nicht anders erwartet. Bei den Gesamtausgaben, die wir in diesem Bereich aufgrund von Staatskirchenverträgen leisten, und da hat Herr Andrejewski sogar mal recht,